Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Finding Teddy 2. Ich bin jetzt nochmal auf dem Weg zur Sonnentür. Und euch Fledermäuse mag ich auch nicht. Vielleicht den nötigen Spruch zu erraten. Komm, schieß. Du nicht! Ich habe jetzt ein bisschen... Na gut, ich habe zwei Herzen, das geht dann schon. So. Okay, ich schaue nochmal nach Mond. Schön weitermachen. Ich habe Sumpfhut, Wald, was magisch. Oh, auf Wiedersehen, Palast bitte. Kristall, du danke. Singen, Wort finden, für den Murmel, für Objekt, Dorf, Fisch. Hier wieder. Behüter, Stern zerstören, mögen leben. Was? Nee. Keine Sonne hier. Nix. Schade. Jetzt habe ich gedacht, es könnte vielleicht einen ähnlichen Wortaufbau haben. Können wir auch immer noch nicht ganz ausschließen, weil wir noch nicht alle Runen haben. Moment. Der eine Baum hat am Wald was verloren. Ich schau noch mal. Also das wäre jetzt... Also ich bin schon während den einzelnen Levelabschnitten immer mal in anderen wieder zurückgekehrt. Aber bisher hat es das Spiel nicht verlangt. Aber ich kann mich jetzt gerade... Gut, es liegt auch mit daran, dass es schon wieder ein paar Tage her ist. Nicht dran erinnern, ob im Wald oder im Sumpf. Wow. Good jump. Ich mögen Mond. Du willst wieder einen Kristall. Ich verliere ein Objekt zu Wald. Finden Wort verstecken. Ich schön. Ja, du willst auf den Behüter springen. Du willst wieder ein Objekt und... Und du willst einen Stern. Ist jetzt nur eine Idee.
Wenn ich jetzt einfach mal wieder zum Wald zurückgehe. Ob mir das irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Weil das wäre jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das Spiel von einem erwartet, das Gebiet zu wechseln. Also, wir kommen zurück im Ufara-Wald. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich hier drauf gehe. Okay, wahrscheinlich eine ganze Weile, wenn ich hier so mit Energie zugeschissen werde. Das sah so verlockend aus. Aber ich habe das grüne Juwel ja nicht. Ich weiß gerade auch überhaupt nicht, wo ich hin muss, aber früher oder später werde ich schon zum Wald, zum Dorf kommen. Okay, hier hinten war ich anscheinend schon erfolgreich. Murmel! Okay, da geht's zum Dorf. Hier gab's doch dann auch noch eine Tür, bei der ich den Doppelsprung hätte brauchen können. War mir doch so. Hey! Cool. Was man nicht alles ausprobiert. Ich kriege ja langsam doch wieder ein bisschen Geld zusammen. Ich bin ja schon fast begeistert. Aber nur fast. Schön durch Hackschnetzeln. Und ich sag nur, ich glaube, hier wird mir nichts passieren. Okay, ich gehe ja schon. Wenn du mich nicht da haben willst. Und das hat sich ja auch so ein bisschen angehört wie das Waldgebiet, der... Du willst Beeren... finden, Murmeln... ja... du mögen ich Hut... finde ich spitze, aber... das hat uns ja auch sehr viel gebracht gerade. Bin wieder mal ein bisschen ratlos, aber das ist ja an sich auch nichts Neues. Das kennt man inzwischen ja auch. Hier gab es nur diese eine Rune. Und?
Hey, cool. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Da kommt man ohne Doppel. Okay, cool. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber ganz ehrlich, damit nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. Das ist cool. Wow. Ja, das Wort zum Enteisen habe ich leider noch nicht. Aber mir war so, als würde es hier noch eine Tür, die durch diese... diese Stacheln versperrt worden wäre, dass bei dem man einen Doppelsprung gebraucht hätte, um danach weiterzukommen. Gut, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Aber ich glaube, das war hier links. Weil ich habe hier doch schon solche Türen geöffnet. Und ich gucke mal da. Okay, das kann ich eh noch nicht erreichen. Weil mir da noch die Tonlage zu fehlt. Mir fehlen Runen. Was du das? Okay, man kann leider aus dem Wasser keinen Doppelsprung machen. Aber hier funktioniert das wunderbar. Mehr Money! Sehr cool. Ich glaube, das war schon das, was ich gemeint habe. Ich weiß halt auch nicht mehr, was wir hier gefunden haben. Aber ich suche jetzt trotzdem nochmal die zweite. So viel Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Und vielleicht finde ich in der Zeit nochmal eine Truhe und nochmal so viel Geld. Und dann kann ich mir tatsächlich, ich glaube, den Ring könnte ich mir bald leisten. Oh Mann, ich sehe schon. Ich glaube, ich mache hier noch mal ein bisschen den Wald unsicher. Und das war fast nicht knapp. Okay, hier hat es auch Fledermäuse. War mir gar nicht mehr so bewusst. Dass es die hier auch schon gab.
Die kamen mir doch tatsächlich ziemlich neu vor. Ich glaube, ich muss nochmal zum Behüter gehen, ne? Da war noch die andere rote Tür. Fällt mir jetzt so spontan wieder ein. Aber finde ich gut, dass wir auf jeden Fall, dass wir die grünen Blöcke freigeschaltet haben. Dass zumindest mal irgendwas passiert. So sehr ich das Spiel auch mag, aber ich bin immer wieder erstaunt, was für Hürden sich einem manchmal so ein bisschen in den Weg stellen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran liegt, dass ich so blind bin. Oder dass es halt einfach echt teilweise schwer zu entdecken ist, ne? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall jetzt einfach mal so. Und irgendwie werde ich das Spiel schon durchschaffen. Ich hoffe, es wird in der ganzen Zeit nicht zu langweilig werden. Und ja, hier kann ich auch mit Double Jump nichts erreichen. Und was haben wir denn hier? Ja, genau. Okay. Und was gibt's hier? Okay. Das könnte tatsächlich das gewesen sein, wonach wir suchen. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch rausfinden. Leider ist jetzt die Abkürzung in das Bergdorf. Und dich habe ich noch gar nicht auf. Dich habe ich noch gar nicht geöffnet. Das kann ich ja eigentlich fast gar nicht glauben. Okay. Mann, ey! Boah, wie viel ist denn da bitte drin? Ist das jetzt die Entschädigung für den letzten Boss oder? Heieiei. Jetzt haben wir 840, wir hatten gerade noch nicht mal. Noch nicht mal 600. Und noch mehr Geld.
Ah, ich glaube, ich bleibe hier tatsächlich stehen, dass die Murmeln da nicht runterfallen. Da kann ich mir... Da wäre jetzt halt eigentlich schon fast die Überlegung wert, ob ich jetzt halt nicht noch spare. Not cool. Ich schau gleich auch nochmal in den Shop rein. Hier gab es doch viel Leben, wenn ich mich da richtig erinnere. Sehr viel Leben. Und ein Glühwürmchen, das ist mir aber egal. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Ich wollte doch erst in den Shop schauen. Und dann gucken, ob dieses Lametta-Ding das ist, was dieser gute Baum gesucht hat. Und das mache ich jetzt diese Folge einfach noch, obwohl wir schon 21 Minuten 30 haben. Denn das ist mir egal. Ich möchte das jetzt rausfinden. Aber erstmal Shop und gucken, was das... war das? 1400. 1000... Ey, das ist... Ich spare... Also... Bei... Es gab hier ja auch noch... Nein, zurück. Da will ich hin. Hier gab es auch noch die ein oder andere Truhe, die auf grünen Würfeln standen. Und ich hoffe einfach mal, dass da auch Geld drin ist und dann kann ich mir vielleicht... schon die neue Hose kaufen. Ja, schön. Ich spiele später vielleicht mit dir. Mit dir mag ich gar nicht spielen. Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen. Moment. Ach, du bist doch ein Arschloch. So. Ich hab doch den grünen. Was ist... Warum, was, wie... Das spricht gegen alles, was ich gelernt habe. Spiel, willst du mich verarschen? Okay, ich sehe schon, mit Hast komme ich hier gerade nicht weiter. Bin ich jetzt im Dorf? Ja, sehr schön. Du willst dein Kristall wieder. Nicht? War das nicht das, was du gesucht hast? Finden Wort verstehen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Da. Okay. Ja, Behüter wollen Fisch, ist nicht wahr. Ah, sehr cool. Dankeschön.
Fortschritt! Ich bin begeistert. Gut, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin froh, dass wir jetzt den Fisch haben, um den Behüter zu geben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.